Yo, moin, ihr Flüt und auch heute benannt Ratten und Rädchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Stellaris in den unendlichen Weiten. Mit dabei, weil wo? Servus und hallo. Und wir sind in so einem ekelhaften Szenario gelandet, Freunde, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Endzeitbedrohung, super mega ekel KI. Die Reiche haben sich gegen uns erhoben. Wir sind Vasallen unter einem der beiden Reiche. Und weil wo so mein Territorium ist vom Endzeit-Szenario schon, ist immer so, also bei mir locker 15-20%, bei dir 10% besetzt. Bist ja größer als ich. Mhm. Yep. Krieg haben wir auch noch zusätzlich mit den Antigoni und Malasura. Mhm. Weil es ja sonst so langweilig wäre. Absolut, klar. Und was halt doof ist, dass sich halt zum Beispiel Rontos da komplett raushaltet. Und die können dann halt noch stärker werden. Also die werden irgendwann mal wahrscheinlich alles schlucken da unten. Vermutlich. Ja, das Einzige, was wir eben gerade noch offscreen quasi mal gemacht haben, ist, dass wir unsere Schiffe geändert haben, unsere Schiffsdesigns. Ja. Ich zeige meine mal eben ganz schnell durch. Und zwar gibt es bei mir die sogenannte Cannon-Klasse, die Torpedo-Klasse, die Giga-Klasse, die Partikel-Klasse und den Carrier. So. Okay. Krass. Ja. Ich habe ein Schlachtschiff. Also sind alles Schlachtschiffe bei dir oder sind es verschiedene? Nein, also es ist. Ich habe ein Schlachtschiff. Also es gibt drei Schlachtschiff-Typen. Das eine ist der Carrier, der beherbergt drei Bombergeschwader, diverseste Punktverteidigungsanlagen, eine genetische Artillerie, eine Langstreckenwaffe und ein paar Kurzstreckenwaffen. Ist also eher so wie so eine Art Flugzeugträger zu sehen. Bleibt im Hintergrund und schickt nach vorne die Jagdgeschwader, ne? Mhm. Dann gibt es die Partikellanze, die ist ausgerüstet mit vier kinetischen Artilleries, das sind Langstreckenartilleries und eben halt dieser einen X-Waffe, ja, die Partikellanze. Okay. Und dasselbe ist dann quasi wie bei beim Giga-Modell, da sind auch vier Artilleries drauf und die Giga-Kanone, auch so eine X-Waffe, so eine lilane. Ich glaube, dass ich viele Sachen von denen, die du gerade erzählst, noch überhaupt nicht kenne. Also, ja, da ist meine Forschung noch nicht nach. Nicht einfacher. Aber okay. Sehr rückschrittlich. Dann gibt es bei den Kreuzern einmal die sogenannte Torpedo-Klasse. Die hat einmal drin den Panzerungstorpedo, der 100% Panzerungsdurchdringung hat und 280 Schaden macht, wenn er gut einschlägt. Und es sind zwei Neutronentorpedos drin, die jeweils 330 Schaden machen und 200% Schildbeschädigung. Ansonsten hat das Ding noch ein paar Gauss-Geschütze drauf. Tun nebenbei. Ja, weil noch ein bisschen Platz übrig war. Und dann gibt es noch eben halt einen Zerstörer, die sogenannte Cannon-Klasse, die ist einfach hauptsächlich nur dafür da, um ja, die gegnerischen Schilde ein bisschen runter zu ballern. Die macht nur Schildschaden. Okay. Also mit Gauss-Geschützen auf Minigun, Railgun mäßig quasi. Ja. Muss man das mal bei dir dann anschauen, glaube ich. Aktuell habe ich auch nur 7 Schiffe. Wahrscheinlich auch super tolle, viel mehr Mineralien, oder? Wie wir alle. Ja, total. Sehr nice. Okay, aber von mir aus kannst du weitermachen. Ja. Wir sind noch auf Pause. Und gleich eine diplomatische Beleidigung von Zuckerkahn. Ja, sehr nett. So geht's. So stelle ich mir das vor. Beleidigen wir zurück. So. Besser. Kann ja nicht angehen. Wie sowas. Du mir, so ich dir. Echt mal. Ja. Beef. Hostile Fleet detected. Ja.
Für diejenigen, die das sich hört man nicht daran erinnern. Selten. Ich blende mal dezent ein. Was denn bei uns so rot ist, nicht gerade wenig. Ach gö. Ach krumm. Doch kaum der Rede wert. Ach, die Menschen sind auch deine Gegner. Okay, die könntest du ja eigentlich theoretisch verspeisen, oder? Ja, ich bin gerade dabei, die Planeten von denen anzugreifen. Okay. Aber der Nachteil ist halt, dass die irgendwie sich das die ganze Zeit wieder zurückholen, sobald ich einen Planeten einnehme. Dann kommt gleich wieder diese ekelhafte Armee von den Borg-Teddys, die 103k groß ist. Und fängt da wieder an, Planeten zu belagern. Also irgendwie ist es immer so ein Schritt nach vorne, ein Schritt zurück. Dann kommt, befreie ich einen Planeten, wird der nächste schon wieder zerstört. Und das kostet immer so viel. Immer wieder die alles aufzubauen bei der Planeten. Man kann keine Schiffe bauen in der Zeit, das ist echt mühsam. Station Under Attack, ja genau. Under Attack. Hatten wir auch schon lange nicht mehr, wa? Ne. Oh Mann. Ja. Ansonsten gibt es nicht so wirklich viel zu tun, außer eben halt Schiffe pumpen, Schiffe pumpen, Schiffe pumpen. Situation Log updated. Station under attack. Irgendwie fängt das immer wieder so an. Na, was haben wir denn da schon wieder? Achso, Ispiria. Ja, okay, Ispiria. Gut, dürft ihr machen. Da kümmere ich mich jetzt mal nicht drum, weil da steht ja die doofe, ekelhafte 1,3K, also 103K Flotte von den Borg-Teddys. Und ich frage mich, wo unsere Verbündeten sind. Wo sind die blöden Adex? Kümmern sich die nicht mal um diese 103K Flotte, bitte? Das wäre richtig nett. Apropos 103k, hast du eigentlich nochmal deinen Taschenrechner zur Verfügung? Oh nein, es geht wieder los, oder was? Ich habe gerade eh nichts zu tun, also von daher können wir auch zählen. Das haben wir doch erst letztes Mal gemacht, oder? Ja, so gegen Mitte, aber nicht gegen Ende. Können wir gleich nochmal machen. Ich wundere mich gerade, wo meine Transportflotte abgeblieben ist. Ah, hier, okay, passt. Kämpfen brav. Wo seid ihr denn? Ja, dann schalt mal auf Pause, dann zählen wir nochmal durch. Echt, Pause, machen wir das jetzt in der Folge eigentlich oder soll man das dann eher später machen? Ich würde die Zeit sogar weiterlaufen lassen, weil ich kann eh nichts, ich kann gar nichts machen. Ja, aber ich weiß nicht, was du alles tun kannst, aber ich kann nichts machen. Ja, ich krieg die ganze Zeit auf den Sack von den Borg-Teddys. Die sind die ganze Zeit bei mir da drinnen. Hast du schon mal irgendwo unseren Verbündeten gesehen? Nö. Die Adex? Verkriechen sich die? Haben die keine Flotte mehr? Was ist mit denen? Waren die nicht mal irgendwo bei dir da oben mit 60k aktiv? Ja, da sind sie wieder irgendwie heim. Ja, da unten stehen sie mit ihrer 151k Flotte. Und die haben die auch nicht? Das ist alles, was die haben? Ja. Das ist schon wenig. Ich weiß nicht, ob die noch andere haben. Eine Transportflotte. Ja. Sieht nicht danach aus. Aber frag mich, wieso die nicht da mal aufräumen. Ich würde denen so gern Befehle geben und sagen, hier, hallo. Wir haben hier Borg-Teddys. Ist denen völlig egal. Hostile Fleet detected. Da lachen die drüber. Und zwar in schiefen Tönen. Construction complete. Mich verarschen oder was?
Enemy Planet secured. Enemy Planet under attack. Es geht. Ich gewinne einen zurück und verliere einen wieder. Das ist so unnötig. Yep. Und bei dir müsste es eigentlich gerade das Paradies sein, oder? Da ist kein gefallenes Reich, was dir am Sack geht. Och, nur 1,3 Millionen Inside-Bedrohung, aber der Antigoni, der eben halt, also ich bin nur von Feinden umzingelt. Aber macht der Antigoni was? Weil wir haben da irgendwie 0% Kriegsstand. Ja, weil der sich also gleichzeitig auch noch mit der Inside-Bedrohung bekrakelt. Okay. Die ihn gefühlt irgendwie auffrisst. Du hast ja gesagt, ab einem gewissen Punkt kommt ein anderer zu Hilfe, ne? Naja, ab 20%. Okay, warten wir mal ab. Das kann noch dauern, glaube ich. Ist so ein Gefühl. Oder? 20% sind wir noch nicht. Ich glaube nicht, das sieht nicht nach 20% aus. Nein, nicht Forschungsschiff. Du erforscht. Hostile fleet detected. Hostile fleet detected. Der Moment der Erkenntnis, wenn du weißt, dass du eigentlich gar nichts mehr tun kannst. Das ist voll komisch, dass du gar nichts mehr tun kannst. Ich weiß nicht, wo ich zuerst aufbauen soll. Wenn die ganze Zeit irgendwas under attack ist. Aufgebaut ist ja alles. Eine Crew das landet. Ist ja das Schlimme eigentlich. Dann kannst du gerne vorbeikommen. Ich hab da so ein paar Armeen. Ja, ich hab keine Flotte. Das ist das Einzige, was ich machen kann. Jedes Mal, wenn ich gerade wieder genügend Ressourcen habe, wieder ein Schiff zum Bau reingeben. Oh Mann. Ansonsten warte ich jetzt noch 24 Monate auf die nächste Panzerung, die Dura-Stahl-Panzerung. In 33 Monaten ist die dritte oder vierte X-Waffe fertig. Der Archen-Emitter. Okay. Ignoriert 100% der Schilde. Das klingt natürlich ganz toll. Hostile fleet detected. Tetera. Bin ich gespannt, wie schnell sich die wiederum den Planeten zurückholen. Wer denn? Chapris zum Beispiel. Dieses blaue Dingens da, dieses der kleine Furz zwischen Zuckerkan und mir. Wie gehört denn das jetzt? Ich habe gerade meine Dingens drauf gelandet. Ah, okay. Aber das geht immer das ziemlich schnell, dass dann auf einmal eine Mega-Armee darauf saust und wieder alles für den Arsch ist. Okay. Als nächstes falle ich bei Sirius ein, wenn du da schauen magst. Bei der Erde. Warte. Ja. Oh, Friedenangebot. Oh, wir haben Frieden mit den Antigoni. Okay, die Schließhausen. Die. Mit beiden sogar. Haben die für Ringen geschlossen, okay. Das heißt, die kämpfen jetzt explizit nur noch gegen die Endzeitbedrohung. Ja, und wenn so sich das Reich aufbauen wahrscheinlich oder die Herden aufbauen, um uns dann irgendwann komplett zu vernichten. Toll.
Construction complete. Aber gut, immerhin ein Krieg weniger. Sag schon mal was. Und ja, die Schaden, ne? Hostile fleet detected. So, wo sind die Borg-Teddies? Die sind irgendwie weitergezogen. Enemy troops landing. Station under attack. Station under attack. Construction complete. Die stehen sich ja gleich wieder irgendwo, diese blöden Typen da. Kriegsstand ist auf jeden Fall 5% dabei. Durchhalten, durchhalten. Oh oh. Oh, oh, klingt gut, klingt nicht gut. Alter, was haben die für Armeen? Oh, Mama. Weiß nicht. Ich habe einen Planeten vollgepackt mit Verteidigungsarmeen und die besiegen das trotzdem. Die Enzer-Bedrohung jetzt, oder wer? Ja. Okay. Na, oh, toll. Das war so die Hoffnung, wie du gesagt hast. Ja. Das sollte klappen. Schade. Enemy troops landing. Station under attack. So, Transportflotte, wie wär's, wenn du da mal Bodenarmeen reinballerst? Enemy troops landing. Danke. Enemy invasion defeated. Planet lost to invasion. Ja. Ein Planet weniger. Okay. Welcher denn? Ethan Stella? Hostile fleet detected. Heißt das so? Im Ineos-System. Ah, Ineos dort. Ineos Prime. Okay. Mhm. Enemy troops. Kommt schon eine Transportflotte. Hostile fleet detected. Enemy invasion defeated. Enemy planet secured. Das klingt doch mal nach einer guten Sache. Hostile fleet detected. Okay. Dringend mal reparieren. Dringend mal reparieren. Was und das du. Was ist das? Hostile fleet detected. Schadensbonus. Klimawiederherstellung? Okay. Machen wir das einmal. Klingt interessant. Kann man das nicht für alle übernehmen? Was ist das für ein Blödsinn? Man kann übrigens seine Bodentruppen irgendwie mit Zubehör ausstatten. Boah, das ist sehr mühselig. Aber hey, okay. Ich hab grad eh nichts Besseres zu tun. Läuft. Oh, Station under attack mal wieder. Ich krieg die Krise. Ach, Empire. Mhm. Diesmal die Enzer-Bedrohung. Na, öfter mal was Neues. Muss doch irgendwo mal pauschal auswählbar sein, oder? So ein Schiffsdesigner oder was? Enemy troops landing.
Das ist pauschal auswählbar. Hallo? Dieses Zubehörzeugs. Boah, Alter, nicht ernsthaft. Das ist ja immer noch Ineos. Wie viel habe ich denn hier in diesem System? Was hätt's denn hier eigentlich für eine komische Flotte? Ich kenne hier gar nicht. Haddam United. Wo kommt's denn hier her eigentlich? Sag mal, wo kommt's hier denn her? Fliegen da durch mein Territorium mit einer kleinen Flotte? Ja, und auch gleich ändern. Das können. Ernsthaft? Station under attack. Ich glaube, das nehme ich mal bei das Klingelton. Oh, come on, ey. Oh, ich hoffe, Leute, das ist für euch noch so einigermaßen interessant zum Anschauen, weil wir uns teilweise wirklich so minutenlang halt anschweigen, einfach weil gerade ziemlich aufmerksam sein muss. So, hallo? Wo ist die K-Flotte? Da. Hm? Ich sag's nur ungern, aber der nächste Planet ist gefallen. Yay! Was? Hier ist auch noch nichts, oder Mann? Naja, haut's nur ab. Haut's nur ab. Gut, wie sieht's mit der Flotte aus? Sehr schön, die kann ich mal endlich verbessern. Der Planet ist unten von der Befestigung, dann kann ich da ja mal die Bodenarmeen hinschicken. Wir sind bei 7%, Arno. Das ist doch schon mal was. Das waren wir von, ich glaube, Anfang an hier. Was mache ich denn dann die ganze Zeit? Weiß ich nicht. Hast du Geld? Ach, die haben sich den... Nee, hast du Geld? Nee, habe ich nicht. Also 5000 habe ich noch, Energie-Credits. Wie viel kannst du lagern? 10.000. Ja, nicht. Warte, können wir gleich wieder ändern. Machen wir kurz Pause. Hostile Fleet detected. Eher mal Folgen ändern, also. Okay. Kurz Platz schaffen. Thank you.
Jetzt könnte ich wieder mehr lagern. Ich könnte nochmal 4000 lagern. Danke. 4001. Danke. Das eine war mir so wertvoll. Jo. Dann machen wir da einen kurzen Cut, oder? Würde ich sagen. Hostile Fleet detected. Oh Gott. Hostile Fleet detected. Na gut, die kennen wir ja schon bei Pia Prime. Klage des Universums. Ich glaube, wenn man einen von denen besiegt, von diesen Praetorin, ja, oder gegen den kämpft, dann kann man, glaube ich, die Technologie lernen von denen. Aber man muss halt erstmal einen erwischen. Kommen oft in so 55k-Ekel-Paketen daher, wenn überhaupt, oder noch mehr. Ja, leider. Ja, natürlich geil, wenn wir wüssten, was das für eine Waffe ist und dann uns da irgendwie vorbereiten könnten. Und mehr Schaden machen könnten. Tja. Okay, sehr schön. Den Planeten habe ich auch mal unter meinen Fittichen. Enemy troops landing. Immer schon wieder 4%, was geht denn ab? Was machen denn die anderen? Mehr kann ich da echt nicht rausholen. Enemy troops landing. Enemy invasion defeated. Na gut, aber dann machen wir mal eine Pause für den Part, würde ich sagen. Ja. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Und hoffentlich in der nächsten Folge, wenn es weitergeht mit Krieg. Ja, Freunde, besten Dank fürs Einschalten, fürs Dabeisein, fürs Daumen drücken auf jeden Fall. Für alles. Daumen nach oben, Daumen drücken, alles. Und wenn ihr schon mal da bleibt, dann kommentiert und abonniert auch. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Moos, moos. Ciao.